In der Slowakei herrscht derzeit helle Aufregung über ein Gesetz, das die Auflösung des öffentlich-rechtlichen Radio- und Fernsehsenders RTVS vorsieht. Eingebracht hat das Gesetz die rechtsnationale Kulturministerin Martina Šimkovičová, die früher mit rassistischen und auch homophoben Aussagen schockiert hat. Die linksnationale Regierung unter Premierminister Fico hat dem Gesetz auch bereits zugestimmt. Martina Šimkovičová war Fernsehsprecherin eines Privatsenders, hat aber wegen ihrer rassistischen und menschenfeindlichen Kommentare ihren Job verloren. Im Internet ist die 52-Jährige dann rasch zum Star der Rechtsradikalen geworden und schaffte auf der Liste der rechtsnationalen Kleinpartei SNS den Sprung ins Parlament. Der Linkspopulist Robert Fico hat letzten Oktober eine Regierung mit der SNS gebildet. Seither ist sie Kulturministerin. Jetzt schockiert sie mit der Schließung des öffentlich-rechtlichen Senders RTVS, weil ihr der zu regierungskritisch ist. Und Premierminister Fico gibt ihr recht. RTVS wird laut Regierung neu gegründet. Sie ignoriert kritische Medien und behauptet, wir brauchen eigentlich sowas wie staatliches Fernsehen, was im Grunde bedeutet eine Urbanisierung. Šimkovičová will künftig auch nur noch echte slowakische Kultur im Land fördern und keine alternative oder homosexuelle Kulturszene, wie sie betont. Kulturschaffende sind entsetzt. Die Slowakei hat eine sehr bunte, vielfältige Kulturszene, aber offensichtlich wünscht sie sich, nur, sie sagt, eine einzige reine slowakische Kultur, das ist eigentlich völkisches Gedankengut. Eine Petition, in der ihr Rücktritt wegen Inkompetenz verlangt wird, haben bereits mehr als 190.000 Menschen unterschrieben.